Wir zeigen euch hier heute, womit ihr eure Stubentiger so richtig auspowern könnt. Wir basteln nämlich heute eine Federangel selber und vielleicht kriegen wir damit ja sogar den dicken Emil motiviert. Hey Leute, ich bin Anni und ich habe hier heute eine ganz tolle Catlady mit am Start. Das ist Jasmin. Hallo Anni, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, toll, dass du hier bist und mich heute ein bisschen unterstützt. Ich freue mich sehr. Ja, Jasmin, ich muss zugeben, ich habe dich schon ein bisschen ausgestalkt und habe gesehen, dass du zwei Bengalen hast. Erzähl doch mal, sind die wirklich so verspielt, wie man sagt? Ja, das sind sie tatsächlich. Und besonders der kleinere, der Zeus, der ist jetzt noch nicht mal ein Jahr alt und der könnte von morgens bis abends den ganzen Tag spielen. Ja, ich habe aber auch zum Beispiel noch eine weiße Hauskatze, die ist jetzt schon 5 Jahre alt und die spielt genauso wie die Bengalen den ganzen Tag lang. Also das ist super witzig, ich habe nämlich zufälligerweise auch eine weiße Katze zu Hause. Das ist der Emil, da sieht das allerdings ein bisschen anders aus. Der ist etwas gemächlicher und gemütlich und da hat man noch manchmal seine Probleme, den zum Spielen zu animieren. Na, der trifft es sicher gut. Wir basteln nämlich heute eine Federangel selber und vielleicht kriegen wir damit ja sogar den dicken Emil motiviert zum Spielen. Katzen sind ja super verspielte Tiere, aber wozu brauchen die eigentlich Spielzeug? Ja, Katzen lieben es, wenn es raschelt, wenn es piepst oder wenn es irgendein geheimnisvolles Knistern gibt. Und sie wollen ja auch ihren inneren Jagdinstinkt ausleben und das geht natürlich mit Spielzeug prima. Alaska zum Beispiel, die spielt eher so mit raschelnden Bällchen, die über den Boden rollen, während die Bengalen, Zeus und Alana total gern mit Federangeln spielen. Ja, so ist es bei meinem Kater Pablo auch. Der liebt Federangeln. Außerdem habe ich gehört, dass man mit dem Spielen die Bindung zwischen Mensch und Tier stärkt. Das stimmt, weil wenn man mit den Katzen spielt, dann verbringt man natürlich automatisch mehr Zeit mit ihnen und das kann zu einer stärkeren Bindung führen. Also ist es schon wichtig, dass eine gewisse Anzahl an Spielzeug zu Hause ist. Ja, vor allen Dingen, ihr kennt es ja vielleicht selber, wenn eure Katze nicht so ganz ausgelastet ist, dann kann es sein, dass sie anfängt an den Wänden zu kratzen, Dinge runterwirft, die Couch kaputt macht. Und wenn ihr dann immer Spielzeug an der Hand habt, dann könnt ihr sie immer beschäftigen, wenn ihr das Gefühl habt, sie ist gerade nicht ganz ausgelastet. So Anni, ich habe hier mal ein bisschen was mitgebracht. Ja, ich sehe schon tolle Ideen dabei. Das hier sieht ja voll easy peasy aus. Das ist doch einfach so aneinandergebundenes Geschenkband. Genau, ist auch gar nicht so schwierig. Und das hier so ähnlich, aber was ist denn das hier genau? Ja, und zwar das hier, das ist aus einem alten T-Shirt. Oh. Da nehmt ihr zum Beispiel einfach so ein altes T-Shirt, was ihr noch im Schrank habt oder so. Und das, da schneidet ihr dann kleine Streifen raus und die knotet ihr dann einfach mit so ein bisschen Geschenkband zusammen. Ja, super coole Idee, weil so ein altes Shirt, das hat irgendwie jeder zu Hause. So, und hier hinten, das scheint mir doch eher was für Fortgeschrittene zu sein, oder? So schwierig, wie es aussieht, ist es nämlich gar nicht. Wenn ihr noch ein bisschen alten Stoff zu Hause habt, könnt ihr auch so kleine Tierchen nähen, wenn ihr darauf Lust habt und das könnt. Könnt ihr auch noch ein bisschen Katzenminze reinmachen. Und dieses kleine Wollknäuel hier, das machen wir jetzt selber. Ja, super, freue ich mich drauf. So Anni, alles was wir für diese kleinen Dinge hier brauchen, ist 2 Wollknäule, eine Schere und ein bisschen Paketschnur. Okay, hätte ich prinzipiell auch alles zu Hause. Ja, das hoffe ich doch. Darf ich einmal deine Hand haben? Ausnahmsweise. Gut, dann nehmen wir jetzt hier so ein bisschen Wolle und schneiden erstmal einen Faden ab. Den brauchen wir nämlich noch für später. Kann ungefähr die Länge haben, kann auch kürzer sein, kann auch größer sein. Das ist eigentlich völlig egal. So, dann gib mir mal deine Hand. Ja. Ich roll mal schon mal ein bisschen was hier ab. Okay, und dann wickeln wir das einfach herum. Genau, das wickeln wir einfach hier um deine Hand. Ist immer ein bisschen besser, weil es auch mal sein kann, dass eure Katzen ja doch ein bisschen ruppiger spielen und dann ist es besser, wenn sie was richtig zu greifen haben. Wir machen jetzt einfach mal noch den blauen Faden noch mal mit rum. Und dann kann man sich ja die lustigsten Farbkombinationen überlegen. Genau, das kann lila und gelb und bunt, es kann auch einfarbig bleiben, das ist eigentlich völlig egal. Mhm. So, und jetzt mal ganz vorsichtig, sieht man das hier? Ja, dann nehme ich hier das runter von deiner Hand. Ganz wichtig, in der Mitte noch festhalten, ja, dass dir noch diese Kuhle bleibt. So, nimm dir mal jetzt bitte den Faden, den wir hier abgeschnitten haben. Und den führst du jetzt einmal da so durch. Einmal in der Mitte durch. Genau, und jetzt machst du mal einen richtig festen Knoten. Okay. Richtig doll festziehen. Genau, und jetzt. Noch ein? Ja, aber. Warte, wir machen den jetzt nochmal um das Ganze hier rum. So, knoten das einmal so
dass das einmal hier, geht es so? Mhm. Und Knoten kommt. So, damit es auch noch richtig hält, drehen wir den noch einmal so rum und machen noch hier noch einen letzten Knoten. Lieber ein zu viel als ein zu wenig, denn es soll ja auch halten. So. So, und jetzt haben wir noch eine letzte Aufgabe. Du nimmst jetzt die Schere, ja, und schneidest immer diese kleinen den einfach Rand hier durch. Okay. Genau, einfach immer die, diese Loops einmal durchschneiden. Genau. Super. Und an der anderen Seite auch nochmal. Genau. Wenn ihr da ein, zwei vergesst oder so und die noch eine Schleife haben, ist das gar nicht so schlimm. So, genau. Dann zeig doch mal. Ja. Wenn hier noch so ein bisschen was zu viel ist, dann kann man das auch noch abschneiden. Kann man aber auch dran lassen, falls die Katzen das noch mögen. Und schon sind wir eigentlich fertig. Jetzt können wir noch so ein Stück Paketschnur nehmen. Können wir ein bisschen was abschneiden. Ich assistiere dir. Danke dir. So, und dann kann man einfach hier einmal drum oder an einem kleinen Fädchen das festmachen. So. Mal gucken, ob sich noch so ein paar offen lässt. So, und schon fertig. Ist es fertig. Okay, jetzt haben wir das erstmal fertig gebastelt, aber was fangen wir hiermit denn jetzt genau an? Ja, jetzt brauchen wir natürlich noch einen Stock, an dem wir diese Paketschnur befestigen können. Ihr könnt einfach in den Baumarkt gehen, da gibt es diese Rundhölzer. Dann könnt ihr, wenn ihr habt, einen Bohrer nehmen und hier noch ein kleines Loch reinbohren. Falls ihr darauf jetzt keine Lust habt, könnt ihr das auch mit Sekundenkleber einfach nur befestigen. Und falls ihr nicht extra in den Baumarkt gehen wollt, kann man auch einfach schnell in den Wald spazieren gehen und dort findet ihr bestimmt solche Hölzer, wo ihr das auch ganz einfach dran befestigen könnt. Da müsst ihr nur ein bisschen aufpassen. Meistens sind die ein bisschen spitz und da muss man halt gucken, dass die Katze sich nicht dran verletzt. So, Jasmin, vielen Dank, dass du da warst. Ja, hat danke echt dir. Spaß gemacht. Wir haben jetzt schon mal was Tolles gebastelt. Wenn man will, kann man das noch ein bisschen aufpeppen, vielleicht mit so ein paar Federn oder einem kleinen Glöckchen, je nachdem, an was die eigene Katze vielleicht Interesse hat. Und dann kann es ja auch losgehen mit dem Spielen, oder? Ja, aber wichtig dabei ist noch zu bedenken, dass man Sachen wie das hier nicht unbeaufsichtigt rumliegen lässt. Weil es gibt ja dann doch so kleine Fäden, die die Katze verschlucken kann. Und das kann dann im schlimmsten Fall beim Tierarzt enden. Außerdem ist es ja so, dass die Beute in der Natur ja auch nicht die ganze Zeit vor der Nase liegt, sondern die Katzen wollen ja jagen und entdecken. Deswegen kann es passieren, dass wenn so ein Spielzeug den ganzen Tag bei der Katze vor der Nase rumliegt, dass es einfach uninteressant für sie wird. Ja, so ist es. Aber jetzt wollen wir das doch erstmal testen. Ich freue mich drauf. Lass uns spielen gehen. Gerne.